lasst uns jemanden anrufen, beziehungsweise einfach kein Spiel spielen. Willkommen zurück zu There is no game. Ich glaube, das letzte Mal haben wir hier eine Telefonnummer aufgeschrieben und hier haben wir RPG GPS. Soll ich mal drauf gehen? RPG GPS? No, nothing. Startnavigation. Oder sollen wir lieber nicht starten? Wir spielen ja auch nicht. Wenn es so Situationen gibt, wo ich jetzt eigentlich mitfühle mit dem Nichtspiel, soll ich dann eigentlich einfach nicht fühlen? Weil man, es ist ja kein Spiel. Also muss ich auch nicht fühlen. Das ist echt kompliziert. Also eigentlich ist es sehr, sehr komplex, das Nichtspiel hier. Great, the application is fixed. Hello. Welcome to RPG GPS. The GPS role-playing game. Ein GPS roleplay. Currently level 42. GG. Enjoy this sunny double XP weekend. Good looting. GG. Alter. Game. How did you get here? Ich muss gerade sagen, klingt ein bisschen genervt, auch ein bisschen angesext, ne? I'm so happy to see you. I had a strange fantasy simulation. I was with you and I was singing. That must have been a nice dream. No, it made me depressed. Oh, I'm sorry. So, this is the program you were added to? Yeah, I apply our RPG mechanics to this phone's GPS. But if we're on a cell phone, who does it belong to? Who do you think? No. We're in his garage game. Home. It's the last place I wanted to be. Don't be mad at him. Why not? He took you away from me. He didn't have a choice. What do you mean? He didn't have the money to keep developing us. He had to find a fallback solution in order to make ends meet. So he quit because of my bugs? Not at all. He was so proud of us. Of you. Ha! Huh. There he is. No. Der Entwickler. Da ist er! Us? I will explain it to you later. Gronkh, bist du es? Er scheint ein bisschen depressed zu sein, genauso wie sie. Ist er Gigi? Ich habe gerade gedacht, er guckt mich an. Look, the Wi-Fi is working again. Ich möchte das Geräusch hören. Dass ich jetzt Internet einwählt. Komm, bitte. Das muss. Haven't been easy. Given his current mood, let's not touch anything. Nee, ich will ihn gar nicht anfassen. Let's not change his habits. Let's stay hidden, say, a century or two. You really should talk. Ich hab noch ein paar Termine. Absolutely not. Ich bin jetzt gegen Corona geimpft. Ich kann jetzt wieder ein bisschen mehr machen. Fragt mich mal jemand? Ja, gut. Also, was kann ich hier tun? Ich kann natürlich jetzt auf verschiedene Dinge drücken, aber gut, das soll jetzt nicht der Ding sein, ne? Nee, ich glaube, wir müssen erstmal hier raus aus dem. Wir wissen ja jetzt, Gigi ist im GPS, im RPG GPS. Ich habe ja noch eine Telefonnummer aufgeschrieben. Vielleicht sollte ich die einfach mal anrufen. What could this application be for? Maybe it's a way to go home. Bitte geben Sie Ihren Login-Code ein. Ich gebe hier gar keinen Code ein. Denkst du, ich kack ins Spiel? Naja. Nö. Did you see that, Gigi? That box on the desk. It looks it moved all by itself. It's just the Wi-Fi router. Oh Gott, jetzt ist es doch ein Horror-Game. Nee, ich trau mich nicht. Ich rufe jemanden an. Ich habe das Telefonnummer aufgeschrieben. Die will ich unbedingt anrufen. Schon seit Ewigkeiten. Hä? Wieso denn nicht? Ich habe eine Telefonnummer aufgeschrieben. Warte, hier. 555 Nase. 555-8121 war das, ne? You're calling him? Ey, das war richtig! Hallo? Hi, ich bin's! I can hear you breathing. Ja, geil, wa? Er konnte mich nur atmen. Habe ich so leise gesprochen? Nächstes Mal brülle ich mehr, okay? Okay, das war nicht das Richtige. Was haben wir denn sonst noch irgendwas im E-Mail-Fach gehabt?
Nee, das war ja nix hier, ne? Das haben wir ja alles geklärt. Das hier mit dem RPG-Dingsbums, das haben wir ja alles geklärt. Okay, ich kann ihn öfter... Ich kann ihn vielleicht mehrere Male anrufen. Und jetzt? In verschiedenen Situationen dreht sein Router durch. Das ist ja schon mal interessant zu wissen, aber was müssen wir damit anfangen? Das ist die große Frage. Im RPG-GPS bin ich jetzt wahrscheinlich total fehl am Platz. Ich drücke auf Pause. Das gab es ja auch schon, dass das wirklich sinnvoll gewesen ist, ne? Hier oben ist... Entschuldigung. Auch nichts. Ich kann auch auf ihn nicht klicken oder so, ne? Ich kann ihn nur anrufen. Und Home... Warte mal, wenn ich jetzt hier 555 mache? 551... Ah. Code zurücksetzen... Oh, Wiederherstellungs-E-Mail gesendet. Das ist super. Hey, wie oft hatte ich das schon, dass ich mein Passwort vergessen habe und dann wieder zurück und dann halt wieder... Kann da nicht jemand von 1 und 1 kommen? Marcel Davis oder so? The creator spilled coffee on it the other day because of the badly calibrated coffee maker. Maybe it's related. Das ist mir egal. Ich will jetzt mein Passwort zurücksetzen. Hier. Ich habe ein... die Home-App. Ihr Login-Code ist 2654. Ihr Haus ist nun korrekt mit dem neuen Code synchronisiert. Vielen Dank, dass Sie sich für Home, das führende Smart-Home-Programm, entschieden haben. Und gleichzeitig das einzige. Haha. So, 2654. Wir sind intelligent. So. 2654. Don't mess with your appliances. It might attract his attention. Who are you talking to? No, I was thinking out loud. Ich hab mir geredet. Willst du mich nicht mal vorstellen? Hallo Gigi, ich bin der Spieler. No. So, ich bestelle mir jetzt erstmal eine Tasse Kaffee. Einen großen mit ohne Zucker. Und stark, bitteschön. Non-optimal environment. Are you sure you want a coffee? Coffee? No, nothing hot when the room's this temperature. Ah, okay, jetzt verstanden. Okay, ihm ist es zu heiß für Kaffee, ganz klar. Mhm. Also, liegt natürlich ganz an mir. Wenn ich im Raum bin, wird allen Menschen heiß. Egal, ob männlich oder weiblich oder divers. Alle, die mich im Raum haben, transpirieren. So, dann machen wir es jetzt ein bisschen kälter. Gut, dass ich jetzt gleich was zum Anziehen. Auf dem Kopf müsste ja kalt sein, ne? So komplett ohne Haare. So, nochmal bitte. Optimal environment. Your coffee is ready. You're chilling all of a sudden. That cup of coffee will warm me right up. So, aber bitte nicht wieder auf den Router schütten, ja? Das war... Ey, ich hab einen großen, kein Espresso. I have my settings all changed. Ich habe einen großen bestellt, kein Espresso. Was ist das für ein scheiß Programm? Gibt eine ganz, ganz schlechte Bewertung auf. Wo bewertet man? Bewertung.de. Entschuldigung. So, das Licht, Boost-Modus an oder aus? Aber wir machen mal Boost-Modus, vielleicht mag er das mehr. Na, I burned myself. I hurt myself today. Entschuldigung. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht, was das jetzt für einen Sinn ergibt, den ich gerade hier mache. Ich kann es auch ganz heiß machen. Überhitzt. Liebe Ladies da draußen, oder alle, die auf diesen Herren stehen, bitte achten Sie nun darauf, dass unser heiß begehrter Junggeselle gleich wahrscheinlich sein Shirt lüften wird. Dann werden sie die wohl männlichsten Brustwarzen im deutschen YouTube-Fernsehen sehen. Achten Sie auf die Steifigkeit der Nippel und auf die Besonderheiten in ihrer Rosé-Haftigkeit. Nee, gibt's nichts. Okay, er hat's wieder runtergestellt.
Nee, okay, also das heißt, ich kann auf jeden Fall die Temperatur niedrig stellen und es stört ihn nicht. Genau, das stört ihn nicht. Dadurch kann ich Kaffee machen, aber der Kaffee war vorhin falsch. Wenn ich den Kaffee jetzt wieder auf eine... Warte mal. Das ist sein aktueller Kaffee. Groß, Zucker und Decaf. Wenn ich jetzt groß und zuckerfrei mache... Dean, are you messing around with a coffee maker? Be careful. He likes his coffee long, with sugar, and especially without caffeine. He's stressed enough as it is. Yeah, yeah. Long decaf coffee with sugar. Got it? Don't yell at me. No, it's not you, I'm... Oh, sorry. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass das der Sinn der Sache ist, oder? Ich meine, ich kann ihn jetzt genauso machen, wie ihr ihn gern hätte, aber was habe ich davon? Dann würde ich ihm ja einen Gefallen tun. Das will das Nicht-Spiel nicht von mir. Oder umgedrehte Psychologie, vielleicht will es das von mir. Perfekt. Davon habe ich ja nichts. Okay, warte mal, ich mache mal mit Süßstoff. Und stark. Optimal environment. Your coffee is ready. Keine Ahnung, was das bringt. Yeah, more coffee. Oh, these appliances are driving me crazy. Okay. Vielleicht, wenn ich Zucker und stark mache, vielleicht merkt das dann nicht. Weil der Zucker überdeckt ja alles. Muss ja nur genug reinmachen. Alter, so viel Kaffee wie der soll, der kriegt gleich einen Herzkasper. Ist das der Sinn der Sache? Hm, nee, also es geht nicht. Aber der trinkt doch eh die ganze Zeit nur Espresso. Hast du ja gesehen, das ist nur so ein kleiner Minischluck. Das ist doch kein großer Kaffee. Hm. Also ich glaube, hier komme ich erstmal nicht weiter. Mit dem Licht, ich habe keine Ahnung, was ich da ändern soll. Da bin ich total überfragt. Können wir sonst noch irgendetwas machen? Aber hier auf den RPG-Gedönse. Hier kann ich auch nirgendwo draufklicken oder sowas. Also nichts, was mir was wirklich bringt. Hier auf ihn oder sowas kann ich auch nicht draufdrücken. Irgendwas mit dem Router war es doch. Ich könnte jemanden anrufen. Ich könnte ihn nochmal anrufen. Warte mal. Ich rufe ihn jetzt nochmal an. 555 8121. Ich atme jetzt. If it's for that disenchantment stuff again, I told you I'm not interested. Entschuldigung, ich fand das witzig. Was war denn sonst noch hier? Ausgang. Was hatten da sonst noch? Achso, nee, das sind die Ausgänge da, ne? Was war denn das? Das war die Nummer. Sind Sie daran, gegen Bezahlung versteht sich, dann kontaktieren Sie uns. Ich hinterlasse dir all meine Arbeit am Spiel, tu mit da was du möchtest. Okay. Nee. Nee. Alles nicht das Richtige. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Anrufen. Ich kann ihn noch ein drittes Mal anrufen, aber es bringt ja nichts. Ich mach's jetzt nochmal, einfach der Vollständigkeit halber. Manchmal sind dreimal die gleichen Sachen machen tatsächlich wirklich sinnvoll. Aber mir fällt halt nichts anderes ein. Hi! Ja, ich bin's hier, hallo! Mann! I'm sure you can do better than that to reach out to him. Einen besseren Weg, ihn zu erreichen. Das müssen wir ja offensichtlich über das Home-Menü machen. Wie krieg... Espresso, Zucker, Latte? Ich hab keine... Wieso soll ich denn raten? Es muss doch irgendeinen Hinweis geben, was das Richtige ist.
These appliances are driving me crazy. Ich brauche Hilfe. Ich verstehe es nicht. Er ist irgendwas mit dem Licht und irgendwas mit dem Kaffee. Der Schöpfer scheint nur Kaffee trinken zu wollen, wenn es hier drin kalt ist. Senke die Temperatur. Das habe ich ja schon gemacht. Das ist kein Tipp mehr. So weit bin ich auch gekommen. Die Frage ist, wie komme ich auf diesen richtigen Kaffeekombination? Er mag große, süße Kaffeegetränke ohne Koffein. Er hasst es jedoch, wenn sie zu stark sind. Warte mal. Große, süße, ohne Koffein. Er hasst es, wenn sie zu stark sind. Das heißt, Espresso muss er ja komplett schon scheiße finden, oder? Wobei, Espresso-Latte habe ich gerade eben probiert, ne? Espresso-Decaf. Wenn groß, das muss ja schon per se drin sein. Aber was habe ich denn davon? Ich verstehe es nicht. Was bringt es mir, wenn ich ihnen einen anderen Kaffee mache? Was haben wir dann für einen Effekt? Versuche ihm einen starken, zuckerfreien Espresso auszugeben. Warum? Was habe ich davon? Ich versuche nur den Gedankengang zu verstehen. Warum? Ach. Oh no, my router. Not again. Creator, are you okay? What the heck happened? Ja, wir haben ihn nur umgebracht. Ich sollte das tun. Unknown number. Who could it be? Ganz ehrlich, wie kommt man auf sowas? Ich meine, das mit dem Kaffee, hätte ich mir jetzt schon denken können, dass sie genau das Gegenteil. Aber warum soll ich genau das Gegenteil tun? Das habe ich nicht verstanden. Damit er das ausspuckt. Wer kommt denn auf sowas? Guess how it is. Ghostface? But I recognize that voice. It wasn't a dream then. A dream. Anyway, thanks for getting me out of that router. Sorry, Gigi. I can't get rid of him. What do you think, game? Why? Why do our paths keep crossing? And most importantly, why is it the same guy who's doing both of voices? Ja, das ist eine gute Frage. Kein Geld für Synchronsprecher gehabt, ne? Kronk macht sowas gerne mal. Stimmt, günstig. You got it. Because... Say it. Because we come from the same code. That's right. But that won't keep me from carrying out my fabulous plan. What plan? My evil plan. Ich sag jetzt wie bei Scream, wenn da der Anruf kommt. I'm scared, game. Don't be my sweet Gigi. The user and I will find a solution. The user? You came with the user? Oh, yeah. This user is as annoying as Mr. Glitch. But at least he doesn't want to destroy the world. Ja, das wollen wir noch mal sehen. Noch so ein Spruch und ich überleg's mir noch mal. Whatever. Do something to wake the creator up. You're right. That's the priority. Creator, wake up! Quatsch mich mal! Ich bin nervtötend. Ich kann jetzt auch mal nervtötend nichts tun. Get up! It's the parties! Alter. Saft, zack. Okay, also, wir machen das Licht an. Komm, wir machen es richtig, richtig hell. Alter, mach die beide zusammen. Ich will das so genau nicht sehen. Okay, jetzt haben wir das Licht an. Ich denke mal, das wird hier Sinn haben. Aber was habe ich davon? Soll ich ihn rütteln? Ich kann ihn leider nicht rütteln. Ich kann ihn anrufen. 555 Nase. 8121. Vielleicht wird er davon wach. Aufwachen! Schule! Mama ruft an. Oh. Hey, you two. Hallo. What are those red and green lights that are blinking on and off for? Red and green lights? Oh, okay, I get it.
Hat er jetzt gerade einen Zug gesehen und hat gesagt, hat uns wirklich mitteilen wollen, dass das Zug-Ding und dass da irgendwie rote und grüne Lichter sind, dass sie das total geil macht? Ja. Hier können wir auch nichts weitermachen, ne? Hm. RPG-GPS? Nee, ich denke nicht, dass das irgendwas bringt. Aber was soll ich denn machen? Ich kann es auch noch dunkler machen. Die Frage ist nur, was mir das auch wiederum bringt. Es bringt alles irgendwie nichts. Ich kann es sehr heiß machen. Es wird so heiß, dass... Game, this world is awesome. Schön. Connected. I'm having a great time. Das ist aber toll. Viel Spaß dabei. Versuch's mal mit Zuckerwatte. Alter, nerv mich nicht. Ich muss gerade rausfinden, was rausfinden. Das war der Sinn. Ist noch niemand von Hitze aufgewacht? Was ist das für eine Logik? Damn it, the halogen couldn't handle the heat. We can't see anything anymore. Creator, in here! Systemabschaltung, Anomalie. Was, wo seid ihr? Hier beim RPG? Oder wo seid ihr? Jetzt rufe ich ihn an. Wir brauchen seine Attention. Ja, also, sie ist richtig. Jetzt redet endlich miteinander, bevor ihr nochmal fünfmal verschiedene Sachen machen müssen. Yes. Hello, Creator. I know that voice. It sounds like mine. It's your game on the phone. Das Spiel ist am Telefon. My dead game? Yes. Does that mean I'm dead too? What do you mean? It's dark. And I see a light in the distance. Oh, it's the light from yourself. Geh auf das Licht zu. In an interesting turn of events, I got stuck inside it. Hi, nee, du kommst mir zu nah. Calm down. Game? My game? Hi. Have you turned into some kind of virus? No, not at all. So, how did you get into my cell phone? Well, to make a long story short... Alter, kannst du ein bisschen Abstand halten? Ich find's eklig. Oh, global gameplay. Her name is Gigi. Und das hat nichts mit ihm zu tun. Ich mag es halt generell nicht, wenn Menschen mir so nahe kommen. And this same bug is taking over the world. Oh, the world. Ich kann direkt in deine Nasenlöcher gucken. Schenk dir nächstes Mal einen Nasenhaarentferner, okay? What's going on, GPS? DJ. I'm receiving disturbing traffic information. There are very severe disruptions across the country. And they are at elite levels. Creator, if you don't believe us, then turn on your TV. Fine. All right. Ich würde mich selbst für blöd verhalten, wenn ich glauben würde, dass mein Spiel mit mir redet. Das ist unsere Zukunft, Leute. Tja, Apple wird irgendwann die Weltherrschaft übernehmen. Was meint ihr? Irgendwann sehen wir nur noch angefressene Äpfel durch die Gegend rollen und uns alle platt machen. Do you believe us now? What have I done? What have I done? The question should be, what can we do? I hope it's not too late. I should have seen this project through to the end. Hey, easy does it. You're shaking us around.
If my crowdfunding campaign hadn't failed, this would never have happened. I'm going to transfer you to my computer. Here we go. Can you see me? Yes, it worked. I'm in the computer. Bisschen was von okay. Blair Witch Project, ne? No, let's come up with a solution. User, did you make it in here with me? Give me a sign, like last time. Try to tap on the screen. Ich hab grad Geräusch gemacht. Ja, Mann. You're still here. Who are you talking to? Nobody. There's nobody here. Ein bisschen hier. Ich kitzel dich. Ich hab deine Nase. I'm not going to have enough RAM. Game, can you close all these windows while I think of a solution? It will buy me some time. Sure, no problem. User, can you take care of it? I'm not very good at closing down programs. Darum soll ich mich kümmern. Soll ich das jetzt alles abschreiben oder was? Wenn jetzt auch noch Mathe dazu kommt, bin ich raus. Aber ich glaube, wir sind kurz vor dem Ziel. Der Entwickler ist jetzt auf unserer Seite und findet mit uns eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Wir werden Gigi retten, wir werden unserem Spiel wieder eine positive Stimmung verpassen. Unser Entwickler bekommt eine Nassrasur, um wieder einigermaßen ansehbar zu sein. Alles wird sich ändern, nur Jet Hoffi nicht. Bis zum nächsten Mal, denkt an die Bewertung. Tschüss. Tschüss. Jetzt schalt halt endlich ab.